Hallo ihr Lieben, heute ist der 22. April 2021 und ich habe vor ein paar Tagen meine gelähmte Henne mitgenommen. Sie hat, wir haben die Pocken gehabt und den Herpesvirus und der Herpesvirus hat sich auf den Ischiasnerv gelegt seit etwas über 2 Wochen und auf ihre Luftröhre. Sie war zeitweilig sehr am Kämpfen ums Leben, ums Überleben und ist seitdem auch gelähmt, weil auf dem Ischiasnerv drückt das wohl sehr doll und sie kann nicht mehr laufen. Sie gibt sich tagtäglich Mühe. Ich wollte das vermeiden, dass sie im Gehege einfach untergeht. Da hat sie zwar Freunde, aber die hauen am Tag ab und sie sitzt dann unter einem Baumstamm total alleine und kommt auch nicht ans Futter ran. Hier habe ich sie in Obhut. Hier kann ich sie begleiten. Hier bekommt sie kontinuierlich was fressen und dann auch was zu trinken. Und zwar habe ich hier einen Minztee mit Thymian gemacht. Das nimmt sie total gerne. Ja, gefuttert hat sie gut. Und sie macht sogar schon alleine ein paar Bewegungen, Übungen. Heute Morgen haben wir eine Viertelstunde eine Übung gemacht, Beinübung. Das mache ich dann zum Abend dann auch noch mal. Immer dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann schnappe ich sie mir. Da muss ein bisschen Bewegung rein, ganz vorsichtig aber. Und man siehe da, sie ist hier vom Boden auf die Bananen, auf den halben Bananenstamm geklettert. Dazu gehört nämlich auch was. Ne? Ich habe mal geguckt, die Flügelfedern sind ziemlich rundlich, also denke ich, dass es ein Mädel ist. Und ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich weiß, dass es ein Mädel ist und habe sie Erna genannt. Ich habe da so ein ganz witziges Lied im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ganz altes Ding. Erna kommt wieder, ja, Erna kommt. Und wenn sie kommt, dann kommt, sie kommt, ja, Erna kommt. Genau, bei dem Lied muss ich mal voll lachen. Guck mal, guck mal. Ja, das sieht doch schon total gut aus. Hm? Ernali, das sieht gut aus. Bist nicht ganz einverstanden mit deinem Namen, oder was? Hallo. Na gut, das wollte ich euch zeigen. Also unsere süße Erna, die braucht noch ein bisschen, bis sie wieder vollkommen genesen ist. Ich bin aber guter Dinge und glaube auch dran, dass sie wieder irgendwann laufen kann. Ja, ist nicht der erste Fall, den wir haben. Ne, Ernali? Jo. Ja. Ja, halte ich mal schön fest. Genau, Balanceakt ist auch immer gut. Ja. Okay, das war's. Bis bald. Tschüss.